Das hätte ich nämlich beides so gerne auf 10 gehabt. Weil die Truppen, die wir jetzt gerade haben, in Kombination ohne den Schaman, sind ja 10 Führerschaft. Und ja, der Dämon, der braucht halt auch 2 Mit Führerschaft. Vergnügen. Und später wäre es halt relativ nice, wenn wir von Grund auf so eine größere Armee dann unterhalten können. Nicht nur zwei, drei gestandene Truppen. Auch wenn wir jetzt schon eigentlich ja die drei Paladin-Truppen und einen Bogenschützentrupp unterstützen Und? könnten, weil der verbraucht ja nur eine Führerschaft. Euer Feind ist mein Feind. Magier, wenn wir sie aufwerten. Brauchen dann halt wieder 2 Führerschaft. So ist die gute Frage, wie laufen wir am besten? Wahrscheinlich hier an der Küste hoch. Also erst einmal gehen wir hier rüber zur Stadt. Erwünscht. Er hat das zweite Fläschchen dabei. Beschleunigt geringfügig die Mana-Regeneration. Und ja, hier kann ich hier rumgehen und dann von hinten die Stadt erreichen. Auf der Seite haben wir ja alles gemacht hier. Wir können dann hier oben noch alles abklappern, bevor wir zum Altar gehen. Also den Altar machen und dann hier oben rum. Persönlich. So, machen wir mal einen Quicksave an der Stelle. Weil jetzt haben wir auch wieder den Schaman dabei. Können uns ja mal an ihn dranhängen. Irgendwer kommt da gerade nicht hinterher, ein Magier. Aber ja, ich glaube, wenn wir selber die Kamera bewegen, ist es ein bisschen angenehmer. Hier drüben ist eine Krypta, die zerstört ist. Ja, wahrscheinlich, weil wir sie schon zerstört haben. Hier liegt etwas Gold rum. Ja, wir werden später jede Menge Gold brauchen, Ja, Sir. deswegen versuche ich Wird hier ein bisschen erledigt. sparsamer und geiziger zu sein. Kein Problem. Persönlich. Angreifer, mit denen sind wir allerdings befreundet. Also ja, wir könnten den. Ach du meine. Rückzug bitte. Hat Schamane verloren. Laden wir den letzten Quicksave. Das war nämlich nicht. Euer Feind ist mein Feind. So gedacht. Also da müssen wir echt aufpassen. Diese Patrouille ist böse und riesig.
wir können halt leider nicht wirklich gegen so viele Ober vor allem Dingen anstehen. Mit Vergnügen. Auf euer Kommando. Ein oder zwei vielleicht, ja, aber nicht fünf. Auf euer Kommando. Die schlagen sich nämlich durch meine Armee durch, als ob sie aus Pappmaschine wäre. Was? In Ordnung. Wir gehen. So, jetzt holen wir uns erstmal hier die Angreifer. Die können wir von hier unten aus vom Ufer beschießen. Schnell, gehen wir. Wir gehen. Bereit. Jawohl, Herr. So, diesmal kommt hier keine Armee. Doch kommt sie. Oh, was zur Hölle? Meine Einheiten werden angegriffen. Also jetzt stelle ich erstmal weglaufen an oberste Position. Okay, jetzt können wir kämpfen. Erstmal auf die Ogre konzentrieren. Jawohl, Herr. Okay, das ist zu heftig. Okay, jetzt sind wir wieder hier unten. Ich hätte einen Quicksave vorher machen sollen. Irgendwie triggert man da die ganzen Gegner da. Dann umgehen wir jetzt mal die Brücke einfach. Hey, da ist eine neue Goblin-Karawane. Ja, ich weiß, hier liegt noch eine Goldtruhe rum, die wir jetzt irgendwie gezielt ignorieren. Wo 100 Gold drin sind, die bei denen es heißt haben oder nicht haben. Hier noch mal ein Quick Save. Gucken wir, was passiert, wenn wir hier die Hauptstraße betreten. Bis jetzt passiert nichts. Ich weiß nicht, ist die Brücke der Auslöser? Hier ist auf jeden Fall noch eine Energiequelle. Ich habe einen Zauberer verloren, ich habe einen Schaman. Was? Okay, das ist eine ganze Horde Schamanen.
Jetzt kann ich euch mal wenigstens zeigen, was passiert, wenn unsere Truppen komplett aufgerieben werden. Das habe ich nämlich auch nicht mehr in Erinnerung, ob das überhaupt gehen kann. Also ja, unsere Truppen können komplett aufgerieben werden. Unsere ganzen Artefakte werden dann auch noch gestohlen. Also wir haben gelernt, dort ist ein Hinterhalt. Aber einen, den wir nicht besiegen können. Weil es ist auch jedes Mal random, was da rauskommen kann. Ja. Okay, die Armee können wir besiegen, wenn wir es richtig machen. Bereit. Na gut, es sind ein paar magische Gegner drin. Also ein paar Orks, Schamanen, die mit Chaosmagie um sich werfen. Ich kann noch keinen... Den hier. Der bringt mir nun leider nichts. Weil der nur gegen grüne und blaue Magie. Orks benutzen allerdings rote Magie. Jawohl, Herr. So, da kommt die Armee schon wieder. Ja. Persönlich. Ich gehe. Ich gehe. Ich? Wirklich? Ja, ja. Ist mir eine Ehre. Was? Okay. Und? Wir gehen. Euer Feind ist mein Feind. Ja? Das finde ich nicht so toll. Ja? Ziel... Immer bereit. Ja. Persönlich. Jawohl, Herr. Ja. Okay, kriegen wir jetzt langsam mal eine Verschnaufpause? Bereit. Hat er eine Möglichkeit, uns zurückzuziehen? Wird erledigt.
So, danke schön. Auf zum Sieg. Das waren jetzt zwar sehr viele Erfahrungspunkte, die wir gleich mal nützen können. Adlerauge und Spion. Müssen wir gleich mal lesen, was uns das bringt.